Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Hardware-Redaktion von GameTogether.de. Heute widmen wir uns ganz dem Thema Mainboard-Vorbereitung. Wir haben hier ja schon unseren CPU-Kühler drauf, der kommt jetzt allerdings erstmal runter, da wir jetzt noch was am Mainboard verändern wollen. Was genau, zeigen wir euch natürlich jetzt gleich. Und zwar möchten wir die Wärmeleitpads tauschen. Wir nehmen das hier mal ab. So, der Lüfter kommt weg. Ja, der CPU-Kühler selbst war jetzt erstmal nur montiert, damit wir testen konnten, ob der geköpfte CPU noch funktioniert. Wie gesagt, wir hatten den vorher schon mal getestet, ob er läuft, bevor wir ihn geköpft haben. Jetzt geht es halt darum, das Ganze wieder zu demontieren. Und dann widmen wir uns, wie gesagt, schon diesem Thema zu. Wir haben extra zwei Wärmeleitpads, die etwas besser sind als das, was hier vom Hause aus drauf ist. So, CPU-Kühler einmal ab. Das kann alles so bleiben, das ist alles gar kein Problem. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Board einmal umzudrehen, damit wir an die ganzen Schrauben kommen. Wir werden das Ganze hier mal machen. So. Und das werden wir jetzt im Schnelldurchlauf natürlich machen. So, jetzt können wir das ganze Board auch schon wieder vorsichtig umdrehen. Das ist jetzt soweit locker. Jetzt geht es nur noch darum, das Ganze hier auch zu lösen. Hier müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen, genau, ob wir das einfach genauso vorsichtig, wie gesagt, nicht zu dolle, nicht mit Gewalt, lieber ein bisschen hin und her damit. So, hier habt ihr noch diese Einrast, da muss ich mal ganz kurz gucken, wie man das hier... Ich hatte schon mal ab, aber es ist wirklich ein bisschen tricky. Wir wollen ja auch nichts kaputt machen. Ist gar nicht, musste man, war hier noch eine Schraube? Ach genau, ja, die habe ich natürlich jetzt vergessen. Aber ist ja gar kein Problem. Die I.O. Shield oder I.O. Abdeckung, die muss natürlich auch demontiert werden. So, jetzt können wir das Ganze, jetzt fällt das nämlich auch schon von ganz alleine ab. So, wir haben hier nämlich schon diese Einheit. Okay, hier ist gar kein, ach doch, da ist das Wärmeleitpad, es ist abgefallen, gar kein Problem. So, man sieht es hier schon, der kleine Lappen hier, hat auch ein bisschen Feuchtigkeit angesetzt, ist natürlich auch immer sehr, sehr uncool. So, und jetzt nehmen wir noch ganz vorsichtig diese hier ab. So, da sieht man schon, diese beiden Pads tauschen wir. Und jetzt geht es noch um diese Abdeckung hier. Die dürfte allerdings ein bisschen fester sein, weil da befindet sich Wärmeleitpaste drunter. Aber wir können ja, wir machen erstmal das eine fertig und kümmern uns dann gleich noch um das andere, bevor wir jetzt hier auch zu viel Kleinkram rumliegen haben. So, das kann jetzt erstmal weg. Wir haben jetzt hier die beiden Bereiche, wir haben hier die beiden Pads. Wir packen uns mal zum Schneiden des neuen Pads mal ein Schneidebrett hier hin. Wir werden jetzt dementsprechend von Phobia ein Wärmeleitpad nehmen. Das werden wir jetzt auf die richtige Größe zuschneiden. Thank you.
So, das ist jetzt hier schon vorbereitet. Wir haben jetzt hier noch ein Tuch. Wir werden das Ganze jetzt kurz mit Reinigungsbenzin ein bisschen sauber machen. Man sieht hier schon diese ganzen Flecken, ist irgendwie Feuchtigkeit schon. Damit das perfekt hält, macht man das noch schön sauber, löst die ganzen letzten Fette hiervon. So, jetzt auf gar keinen Fall mehr hier oben drauf anfassen. Das ist Punkt 1. Hier haben wir jetzt noch das Pad Nummer 2. So, dann haben wir das beides schon mal gereinigt. Jetzt können wir auch schon die Pads nehmen, machen die Folie auf der einen Seite schon mal hier ab. So, jetzt das Ganze schön mittig auftragen. So. Sehen wir noch das andere Stück hier. Auch hier ganz normal wieder die Folie abziehen. Das Ganze schön mittig auftragen. Bisschen runterdrücken, wird wahrscheinlich nicht direkt halten. Das müssen wir dann jetzt gleich noch erledigen. So, einmal das gute Stück hier weg. Mainboard wieder her. Wir können auch hier natürlich noch mal drüber gehen. Was auf jeden Fall schön sauber ist. So, es passt. So, und jetzt können wir die vorbereiteten neuen Wärmeleitpads samt Kühler wieder auf das Board stecken. Natürlich nicht vergessen, auf der Seite auch die Folie zu entfernen. Müssen noch übrigens die Chips hier ein bisschen, es geht ja da drauf. So. Ich hoffe, das Pad bleibt jetzt hier dran. So, das passt. Jetzt am besten direkt die Schrauben nehmen. Genau, sonst passiert nämlich das, dass das wieder umkippt. Wie gesagt, die haben jetzt halt noch nicht so die Festigkeit wie die Pads, die jetzt vorher dran waren, weil halt einfach der Anpressdruck noch fehlt. Und dementsprechend werden wir das jetzt mal ein bisschen. Genau, das Pad liegt ja hier auf, das ist gar kein Problem, also man sieht es schon, ne? Das passt so im Großen und Ganzen schon. Jetzt nehmt ihr die Kühler wieder. So, drückt das hier rein, nehmt die Schrauben und dreht das wieder ganz, ganz vorsichtig rein. Und das ist Schraube Nummer 1. Nehmt ihr Schraube Nummer 2. Nur handfest zuziehen, also nicht zu viel Gewalt draufbringen. Das ist nicht gesund. So, das reicht auch schon. Und somit ist schon das erste Wärmeleitpad ausgetauscht. Sitzt wieder alles perfekt an seiner Position. Jetzt nehmen wir direkt das komplette Teil wieder. Wie gesagt, wieder hier dran denken. Die Folie abziehen. Wie gesagt, das Pad ist ziemlich locker drauf. Nehmt wieder das Board. Aufpassen.
dass ihr nichts anfasst, was ihr nicht anfassen wollt. Nehmt dann wieder das Ganze hier und setzt das dementsprechend hier ein. So, zack. Wieder so festhalten. Nehmt dann hier wieder die Schrauben. So. So ist nicht gut. Ist natürlich ein bisschen Fummelarbeit, aber eigentlich ist das relativ schnell erledigt. Ist wie gesagt auch kein Hexenwerk. So, das ist auch schon mal dran. Jetzt noch eine Schraube hier nehmen. Okay, das ist die falsche. Die ist für das Außenstück. Das ist auch die falsche. Alle guten Dinge sind drei. Hier nehmen wir nämlich die Feingewindeschrauben und für außen gleich für die IO-Abdeckung nehmen wir die etwas gröberen Schrauben vom Gewinde her. So, wieder vorsichtig anziehen. So, handfest, zack. Nochmal nachjustieren, zack, passt. Jetzt haben wir noch zwei Schrauben über. Jetzt heißt es noch die Abdeckung wieder hinten festschrauben. Da haben wir dann einmal die Schraube hier. So, zack, fest. Noch die letzte Schraube. Und das Ganze hier unten noch zu befestigen. So. So, das ist wieder alles fest. Und wie man sieht, alles wieder an Ort und Stelle. So, das kann man jetzt hier wieder so unterdrücken. Zack, Wärmeleitpads sind getauscht. Alles wunderbar. Und jetzt schauen wir noch, dass wir die Bridge unten abbekommen, dass wir da noch die Wärmeleitpaste ausgetauscht bekommen. So, widmen wir uns jetzt noch zum Abschluss der Kühlvorrichtung hier unten. Am besten, ihr nehmt hier auf jeden Fall noch den Connector für die Beleuchtung ab, vorsichtig. Ja, so. So, mal ganz kurz schauen, wie wir das hier am besten ein bisschen... ja, so. Sieht man hier auch schon noch den Rest der Standard-Wärmeleitpaste hier auf dem Board dementsprechend auch. Sehr, sehr wenig Standard-Wärmeleitpaste. Mit Sicherheit besser als das, was Intel verbaut, aber wie gesagt, wir werden hier jetzt noch ein bisschen Thermal Grizzly draufbringen. Machen das Ganze jetzt gleich erstmal sauber. Die Bridge-Kühlung hier haben wir jetzt auch schon von der Wärmeleitpaste befreit. Den Chip natürlich auch. Jetzt heißt es nur noch neue Wärmeleitpaste drauf. Wie gesagt, wir werden hier Thermal Grizzly nehmen. Werden ganz normal erstmal ein bisschen auf den Chip selber verteilen. Wie gesagt, ihr braucht da jetzt auch nicht Angst haben, wenn ein bisschen daneben geht, zum Beispiel die Wärmeleitpaste ist nicht stromleitend, das heißt alles ist gut, alles ist easy, macht das hier schön drauf und
könnt das mit der Hand natürlich machen, oder ihr nehmt natürlich den Spachtel. Den muss ich hier nochmal ganz kurz aus der Verpackung ziehen. Da allerdings am besten ruhig den von Thermal Grizzly einfach hier drauf festdrehen. Das ist schön weich, das Material. Und dann könnt ihr auch schon loslegen. Bisschen das Ganze verteilen. Und dann könnt ihr eigentlich auch gleich schon wieder den Kühler montieren. Nehmen wir wieder den Kühler. Könnt ihr euch daran orientieren. Ihr habt hier diese beiden Stifte. Die müssen natürlich hier wieder durch die Platte durch. Wie gesagt, Wärmeleitpaste wird gleich auch noch schön verteilt, wenn ihr das Ganze wieder fest montiert. So, ein bisschen runterdrücken. Ihr könnt direkt auch den Stromstecker hier wieder für die Beleuchtung anbringen. Nehmt jetzt das Board und drückt gleichzeitig die Kühlung mit an. So, nehmt erstmal diese Gummiabstandshalter, ja, die man hier noch dabei hat. Drückt ihr hier einfach kurz vorsichtig rein, falls die von alleine halten sollten. Wenn nicht, einfach ein bisschen das Board kippen. Nehmt dann die Schrauben. So, noch nicht ganz festziehen. Könnt jetzt die Bridge aber schon mal loslassen. Schon mal die zweite Schraube vorbereiten. Nehmt wieder das Gummistück, setzt es dementsprechend hier oben gegen. So. Also wie gesagt, alles ein bisschen Fummelarbeit, aber alles gar kein Problem. Einfach ruhig bleiben, sich die Zeit nehmen, und jetzt könnt ihr auch diese Schraube hier wieder befestigen. So, wie gesagt, da ist noch eine Feder mit dran, das heißt, ihr könnt auch nicht zu weit drehen, einfach wieder ganz bisschen handfest, so, zack, das war's. Und schon haben wir die Wärmeleitpads getauscht und wir haben die Wärmeleitpaste unter der Bridge-Kühlung ausgetauscht gegen Wärmeleitpaste von Thermal Grizzly. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. Und jetzt könnte man natürlich wieder direkt den CPU-Kühler drauf montieren und das Ganze testen. Wir werden das auch für uns auf jeden Fall mal begutachten, was sich so an den Temperaturen getan hat. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video später wieder. Bis hierhin hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, einen Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da auf unserem GameTogether EU-Kanal. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video dann auch schon wieder.